Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem NWS VDE Schraubendreher Spezial. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen, dass wir uns intensiv mit VDE Schraubendrehern beschäftigen im Moment. Und da habe ich euch schon einige gezeigt von Viha, von Vera, von Barco, von Felo. Und jetzt habe ich noch welche entdeckt von NWS. Die sind denen von Felo ganz ähnlich und um die soll es heute gehen und um zwei Zangen. Und es gibt auch wieder was zu gewinnen. Die Bedingungen fürs Gewinnspiel stehen wie immer unten drin. Ich nenne euch einen Hashtag und wenn ihr den raushört, dann könnt ihr den in den Kommentar mit reinschreiben. Und in dem Kommentar soll es gehen über natürlich VDE-Schraubendreher, was ihr an denen gern habt, was euch vielleicht fehlt, welche Marken das ihr gut findet und was ihr hier vielleicht für Erkenntnisse gewonnen habt, was euch an den NWS-Schraubendreher gefällt oder nicht gefällt. Lange Rede, mit ein bisschen Sinn, schon kann es losgehen. Nichts riskieren, abonnieren. Also gut, wer sich ein wenig auskennt, der weiß, diese Form ist ganz ähnlich zu der Form von Felo und die fassen sich auch ganz weich an. Sie haben aber einen Unterschied und zwar hier eine harte Seite. Die sind VDE geprüft. Die haben dieses Doppeldreieck als Prüfzeichen. Hier vorne sind die abgesetzt und das sind spezielle Spezialschraubendreher. Die haben nämlich alle Torx-Schrauber vorne. Die haben da vorne auch nicht nur eine weiche, sondern auch eine harte Stelle. Ist es gut, wenn es da vorne abwechselnd hart weich ist? Die haben keine Griffweite vorne, aber hinten ein Durchgangsloch und die ist beschriftet. Das ist nämlich ein 10er, 15er, 20er, 25er und ein 30er Torx mit dabei. Und ich finde die eigentlich ganz nice. Ich habe ganz vergessen zu sagen, was ich verlose. Mit dem Hashtag könnt ihr hier was gewinnen, dazu komme ich vielleicht auch gleich. Also ich habe noch zwei Zangen, ihr könnt ja mal schauen. In NWS Spezial gibt es eine tolle Kombi-Zange, hätte ich schon fast gesagt, Wasserpumpenzange. Und zwar ganz ähnlich dem Alligator von Kniepex, aber doch ein bisschen besonders mit der Form vorne. Und hier hinten habe ich eben eine Fallsicherung, da gibt es verschiedene Clipse. Und es gibt auch eine ergonomische Zange, wo man schön hier, das ist eine Kombizange, wo ihr 1,5, 2,5 Quadrat und sogar grimpen kann, die vorne eine Verzahnung hat und einen massiven Seitenschneider mit sogar einem Brennerloch, wo man im Notfall auch eine Scheibe, Schraube greifen kann. Die hat hinten einen Sperrriegel und eine Feder. Und da ist was ganz Besonderes dran. Das ist eine Leuchtdiode da hinten und ein Stromsuchgerät, also wenn man da am Strom arbeitet, dann weiß man, oh, ist gefährlich, leuchtet die rote LED. Und das möchte ich auch verlosen, das könnt ihr an eure NWS-Zangen hinmontieren. Und wenn ihr noch keine habt, ist das die Gelegenheit, jetzt euch eine zu besorgen. Vor allem diese ergonomische Kombizange finde ich gut, die verlinke ich euch natürlich auch unten. Okay, jetzt wieder back to the roots, 1000 Volt haben wir gesagt, sind in verschiedenen Größen dabei und weich. Und jetzt sieht man hier hinten, war noch nichts, aber da ist ein Einsatz ab der Größe 15, 20 hat auch eins, 30 hat leider keins und 25 hat eins. Und da ist hier was ganz Tolles dabei, da hat mich richtig gefreut, nämlich ein Bit-Einsatz. Den kann man da hinten reinstecken und dann kann man hier Ratsche oder Elektro-Bohrmaschine, Akkuschrauber hinmachen, um das Ding schnell zu drehen. Wenn man da den ganzen Tag unterwegs ist, ist das vielleicht eine Erleichterung. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil man wieder Funktion mehr hat. Was meint ihr dazu? Das gibt es auch, habe ich gesehen, nicht nur als Bits, sondern als auch ein Viertelzoll Einsatz. Also richtig coole Schraubendreher, wie ich finde. Steht auch Made in Germany oben. Die sind weich und haben eine harte Fläche, falls man mal reißen muss. Und tolle ergonomische Form. Vorne unterscheiden sich zu Felo, weil die halt eben hier nochmal eine Fläche haben. Und da hinten diesen Bit-Einsatz finde ich phänomenal, ist eine tolle Idee. Ja, und damit sind so also ein bisschen kleine Favorites auch von der Farbgebung. Die passen gut hier zu meinen Zangen, die ich da habe. Also, und die finde ich auch richtig klasse und bin ich froh. Ja, das war's. Es ist die Action 3 wieder zu heiß, aber es war's auch mit dem Video. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Like da und bis bald. Noch eins habe ich vergessen, den Hashtag. Und das ist natürlich der Hashtag NWS in dem Fall.
Also, dranbleiben lohnt sich immer. Bis dann. Ciao.